Himmelfahrt, Teil 1 der Apostelgeschichte. Jesus verbrachte noch einige Zeit mit seinen Freunden, den Jüngern, nachdem er vom Tod zurückgekommen war. Eines Tages versammelte er sie alle auf einem Hügel. Es war für ihn die Zeit gekommen, die Erde zu verlassen. So gab er seinen Jüngern diese Worte mit auf den Weg: Mir ist alle Macht und Autorität auf der ganzen Welt und auch im Himmel gegeben. Deswegen schicke ich euch zu allen Nationen. Ihr sollt auch sie zu meinen Jüngern machen. Tauft sie als Zeichen, dass sie zu mir gehören, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich immer bei euch sein werde, egal wo ihr seid und bis die Welt zu Ende geht. Danach wurde er von Nebel umhüllt und verschwand.